Ja, herzlich willkommen zurück zur Let's Play Need for Speed Unbound mit dem letzten Event oder letzten Events und dann geht's an die Quali. Ich? Hey, ich beschwere mich nicht. Alles in Ordnung. Es ist nur. So, muss man ganz gucken. Alles gut, bin nur nervös. Willst du Babypuder? Blue Collar, das haben wir schon mal gefahren. Das ist ja das, was wir vorhin am Anfang immer gefahren haben. Der Fall. Wir brauchen jetzt 6000, würde ich sagen. Was haben wir hier? Schnellreise. Machen wir es so. Dann machen wir noch mal ein großes Geldding. Hey, hör zu. Ich hab dir ziemlich Feuer unterm Arsch gemacht. Aber du musst dich weiter anstrengen. Machst du dir Sorgen, Tess? Nö. Ich wollte dich nur daran erinnern, worum es hier geht. Oh, das weiß ich. Keine Angst. Gut. Dann geh raus und verdien noch etwas mehr Geld, damit du bereit bist für die Quali. Komm, ja, viel brauchen wir nicht. Hab ich dich je enttäuscht? So, letztes Event. Wir brauchen eh nur 6000. Also ich will natürlich gerne die 32.000. Wir wetten auf Medusa. Und dann haben wir es. Sorry, dass ich ein bisschen erkältet bin. Das glaube ich ja weniger. Gibt insgesamt drei Runden. Das LPG ist hier. Street Racer machen die Straßen unsicher. Hinterher. Love it. Also Fakt ist, die Quali fahren wir nicht mehr heute. Das kann ich euch jetzt schon mal so sagen. Die fahren wir definitiv erst morgen. Das ist mit dem Rennen definitiv zu weit. Scheiße. Das habe ich ein bisschen zu locker gerade genommen. Ich bin ein bisschen zu weit rausgekommen aus der Nummer.
Natürlich! Natürlich musst du mir unbedingt mit deiner Scheiß... Scheiße, hab ich mir selber zusammengebaut, das ist die Nummer. Das war zu einfach, das war zu einfach. Da habe ich einen Fehler drin gehabt und das kann ich mir nicht mehr bügeln. Oh, als Medusa. Haben wir den auch noch gerockt? Krieg vor allem nicht mal Geld dafür. Da müssen wir es halt nochmal machen. Ist ja nicht schlimm. Ein bisschen gehofft, dass er da vielleicht in den Zug kracht, aber das war leider nicht der Fall. Ja, 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 Medusa, mein Schatzi. Komm hier, meine Kleine. Brems mal bitte für den Papa. Der möchte gerne die 32.000 mit nach Hause nehmen. Der möchte nämlich gerne... So schwer ist der Kurs eigentlich nicht, aber wie gesagt, ich habe den Fehler eingebaut, dass ich da eben zu weit rausgekommen bin. Und sonst wäre die Nummer wahrscheinlich ein bisschen anders ausgegangen. Aber gut, ist halt so. Wie gesagt, Fakt ist, was wir heute zum dieses Rennen hier kommen. Natürlich! Wieso muss er mit dem Dach rausrutschen, damit er nicht gewinnen kann? Ich befürchte, dass ich mich jetzt um dieses Rennen, dass ich jetzt durch bin, raus bin aus der Nummer. Scheiße, Mann! Alle denn hin? Wo ist die alle hin? Ich sehe sie nicht mehr. Fuck it! Hat die mir gerade so einen Vorsprung rausgeballert? Dass ich raus bin aus der Nummer? Hm. Fahr was halt nochmal. Naja, egal. Ach nee, ich bin Erster! Okay, okay! Okay, ich dachte mir, ich wäre raus gewesen. Ich dachte, wir wären endgültig abgezogen. Ne, ist er nicht? Wir haben es gewonnen. Warum auch immer. Entweder hat die einen Quatsch gebaut abseits oder sie hat einen Checkpoint verpasst. Das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich das Problem. Aber wir haben es trotzdem geholt. Hauptsache, wir haben Medusa geschlagen. Das ist erstmal wichtig. Jetzt hoffe ich, dass wir jetzt das hier durchfahren können. Hey, weißt du, was mit Tess los ist? Sie wirkt irgendwie wie weniger Tess.
Bei Tess kann man nie wissen. Aber gesagt hat sie nichts. Na gut, aber wenn sie sich irgendwie komisch benimmt, sag Bescheid, ja? Tess benimmt sich immer komisch. Ja, ganz genau. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Wir sehen uns in der Werkstatt. Geht klar, Ryder. So, wir nehmen einfach mal kurz die Abkürzung hier komplett querfeldein und fahren. Na komm, geh in die Garage. Ist halt heute eine kurze Folge. Wir haben zweimal das Ding gefahren, wir haben jetzt das Ding gemacht und haben jetzt 122.800 und können uns jetzt tatsächlich um die Qualifikation kümmern für das Grand. Weißt du, vielleicht solltest du Speedy nicht so viel Druck machen. Chill mal ein bisschen. Soll heißen? Ich finde, wir könnten uns alle mal ein bisschen entspannen. Sieg oder Niederlage, ist doch egal. Es geht doch auch um unsere Freundschaft, oder nicht? Du hast mein Selbsthilfebuch gelesen. Ziemlich gut, hm? Ich meine ja nur, wir sollten uns alle Optionen offen halten, uns anpassen. Hab neulich eine Doku über einen Fisch gesehen, der zu Sand werden kann. Zu Sand? Ja, genau. Mutter Natur zeigt uns den Weg, Mann. So, jetzt haben wir das auch. Das Auto ist jetzt ein bisschen mehr anders abgestimmt. So, jetzt brauche ich ja nicht mehr da was. So. Gut, dann sind wir für heute durch. Wir haben jetzt mehr oder weniger drei Autos für die. Gut, der ist jetzt nicht dafür geeignet, um mal wieder aufzubauen. Den hätte ich jetzt gerne ein bisschen behalten. Den hätte ich gerne verkauft wieder. Warum ist das richtig? Also wir haben den Eclipse, wir haben den AMG. Jo. Ne, beim Schein brauche ich nicht Felgen. Die vom Int. So. So. Heckleuchten arbeiten. Ich will jetzt eigentlich das Auto. So. Ich gucke jetzt gerade noch ein bisschen, was der was er bringen würde, meine Autos. Ich will nämlich ein bisschen den nochmal zum Mal fertig. Die Kids brauche ich nicht.
Ja, ist okay. Wir lassen es jetzt erstmal so sein, wie es ist. Aber wir müssen. Müssen wir noch mal runter? Da mal ran? Ich würde eigentlich gerne. So. Naja, okay. Ja, wir werden mal kurz raus aus der Garage gehen, weil ich eigentlich gerne wieder an die Quali fühlen möchte. Hast du angerufen? Nein, du hast mich angerufen. Okay. Ja, ist alles okay? Was? So, jetzt darf ich. Mach mal jetzt bewusst so. Ich hab nichts gemacht. Okay. Ja. Na gut, dann ist das jetzt erstmal so. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann fahren wir doch nochmal ein, zwei Rennen und dann gehen wir wahrscheinlich dann in die Quali in der übernächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.